Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Februar 2019. Ja, wir sind tatsächlich schon im März angekommen und es sind im letzten Monat 12 neue Bücher bei mir eingezogen. Und das Lustige ist, es sind auch 12 gelesene Bücher in diesem Monat geworden, sodass ich neu und gelesen wieder die Waage halten. Ich glaube, so war es im Januar auch schon. Finde ich gut, ist eine schöne Entwicklung. Eigentlich wollte ich ja versuchen, einstellig zu bleiben, aber es gab diesen Monat eine Medimops-Verlockung und das dann 3 Bücher eingezogen und was soll ich sagen, ich konnte gar nichts dafür. Nein, also ich kann natürlich schon was für meine Neuzugänge, finde das aber überhaupt nicht schlimm. Es sind 12 neue Bücher, es sind 5 Bücher, 6 E-Books und nur ein Hörbuch. Die geliehenen Bücher oder wenn ich eben von einer Freundin Hörbücher zum Beispiel bekomme, das zähle ich ja nicht als Neuzugang mit, weil es ist ja nur ausgeliehen. Also nicht, dass man sich da manchmal wundert, dass da Bücher von mir gelesen oder gehört werden, die ja nie in Neuzugängen auftauchen, insofern da jemand vielleicht eine Liste führt. Geliehene Bücher tauchen bei mir nicht in den Neuzugänge-Videos auf, weil ich das ja auch wieder zurückgebe und das ja im Grunde zwar ein Buch ist, was erstmal auf meinem Sub ist, aber dann ja in der Regel auch gelesen, gehört wird und dann wieder verschwindet. Also ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ihr das so macht, aber das nur mal so dazu. Alle Infos zu den Büchern findet ihr unten in der Infobox. Ich packe hier oben auch, wie bekannt, das Werbevideo sozusagen ein, weil natürlich auch das ein oder andere Rezensionsexemplar dabei ist. Und ich denke, wir starten jetzt bei 12 Büchern, aber einfach mal. Das erste Buch des Monats ist der 5. Teil der Nimmerherz-Reihe von Erik Kellen, Das Ende aller Pfaden. Und das ist jetzt auch, ja, im Grunde das letzte Buch der Nimmerherz-Reihe, einer High-Fantasy-Saga, die ich absolut liebe, abgöttisch ins Herz geschlossen habe und die wirklich groß ist, komplex ist, toll geschrieben ist, bildhaft ist, eine Spur natürlich auch Gewalt hat, Intrige hat, aber natürlich auch so das Menschliche einfach so durchkommt. Und ich bin jetzt mega, mega gespannt. Ich habe es mir jetzt für den März vorgenommen, das Buch zu lesen. Wahrscheinlich eher erst so nach der Buchmesse. Ich muss mal gucken, ob ich das so hinbekomme, weil ich vorher noch gern eine andere High-Fantasy-Saga lesen möchte. Und zudem ja jetzt der März auch der Rewatch für Game of Thrones ist und ich gefühlt mir das wahrscheinlich am Ende sonst zu viel High Fantasy ist. Gibt es einen zu viel in High Fantasy? Nein. Aber wer mit der Reihe irgendwie mal anfangen wollte, ich packe euch auch mal, ich denke, die Bücherwoche zum ersten Teil unten in die Infobox. Schaut da einfach mal rein. Wenn euch die Reihe anspricht, ist sie jetzt komplett und vollständig. Und ihr könnt im Grunde in einem Rutsch, wenn ihr wollt, alle 5 Teile wegsuchten. Und ich bin so gespannt, wie Erik Kellen die Fäden zusammenführen wird und was es für ein Ende geben wird. Und ich freue mich da wirklich sehr darauf. Und dann ist bei mir eingezogen, dank eines Geburtstagsgutscheins, Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen von J.K. Rowling. Und auch das erste Teil des Originaldrehbuchs zum ersten Film habe ich hier, fand ich super, super schön. Und so durfte jetzt natürlich auch der zweite Teil bei mir einziehen. Wurde jetzt von mir ja auch schon im Februar gelesen, beziehungsweise ich überlege, ich glaube, direkt als es kam, wurde es von mir in der Bücherwoche auch gelesen und ich fand das Drehbuch auch einfach toll. Es ist super faszinierend, wenn man den Film kennt und ich habe den Film ja 2-mal im Kino gesehen, dass man jetzt einfach so en detail, Szene für Szene einfach nochmal nachliest, die sich vor Augen führt und es im Grunde wie ein langsamerer Film abläuft und man manches viel besser wahrnimmt, versteht und auch greifbarer macht. Das fand ich ja zum Beispiel auch bei den Sherlock-Mangas schon sehr cool gemacht, dass man so auf die Szenen Wert gelegt hat, sich fokussieren konnte. Hier hat man jetzt zwar keine Bilder, aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Kann ich absolut empfehlen. Wer den Film toll fand, wird mit dem Drehbuch auch seinen Spaß haben. Dann ist bei mir der Auftakt der neuen Reihe von Mary E. Pearson eingezogen, Der Klang der Täuschung. Das ist die Chroniken der Hoffnung Reihe. Ich fand ja Der Kuss der Lüge, die Chroniken der Unbekannten, ich weiß es schon nicht mehr, Reihe fand ich ja wirklich mega, hat mir viel Spaß gemacht. Der erste Teil spielt im Grunde auch in der Welt. Wir sind, glaube ich, 7 oder 10 Jahre nach
der ersten Reihe von Mary E. Pearson. Also Vorsicht, wenn man die vorhergehende Reihe noch lesen möchte oder mittendrin ist, sollte man möglichst nicht den Klappentext des ersten Teiles dieser Reihe lesen. Man kann es gefühlt schon unabhängig voneinander lesen, wird aber natürlich zu der Reihe vorher auf jeden Fall gespoilert. Also man muss das Verständnis zwar nicht haben, aber man erfährt dann im Grunde schon, wie die vorangegangene Reihe im Grunde irgendwie ausgeht, weil wir natürlich ein paar Jahre später spielen. Ich wollte aber unglaublich gerne wieder in diese Welt zurückkehren. Muss aber schon ein bisschen sagen, dass ich so meine Probleme mit dem Auftakt der Reihe habe, dass es mich nicht so packt und fesselt wie der Kuss der Lüge. Ich es zwar schön fand, wieder in dieser Welt zu sein, aber mir doch manches in den Vordergrund gerückt ist, was ich einfach bei Jugendbüchern nicht so mag, aber natürlich so diese Welt und den Schreibstil von Mary E. Pearson doch ganz gut fand. Also es war absolut in Ordnung, es war ein tolles Leseerlebnis, hat mich aber nicht so gebannt zurückgelassen wie Kuss der Lüge, weswegen ich tatsächlich da auch noch am Überlegen bin, ob es in der Reihe für mich weitergeht. Dann wurde viel, viel geschwärmt über den Drachenbeinthron von Ted Williams. Zudem sagt wohl auch George R. R. Martin, dass er nach diesem Buch sich im Grunde hat inspirieren lassen zu Das Lied von Eis und Feuer. Und jetzt ist es als Hörbuch bei mir eingezogen, worauf ich mich unglaublich freue. Und das ist eben besagte Reihe, die ich eigentlich in diesem Monat jetzt im März anfangen möchte zu hören. Ich denke auch mal, dass das von den Stunden etwas ist, was man durchaus 2 Wochen lang hört, was ich aber persönlich jetzt nicht schlimm finde, dass das ein bisschen länger dauert. Man nimmt sich halt die Zeit, die man braucht. Ich finde das aber mega spannend und bin einfach total neugierig auf dieses High-Fantasy-Saga und ich meine, es impliziert ja schon vom Titel gefühlt fast, dass es doch irgendwas mit dem eisernen Thron zu tun hat, wo es ja auch irgendwann mal um Drachen ging und auch wieder geht. Also ich bin total neugierig. Ich habe von Ted Williams mal irgendwas mit gelesen. Ich habe von ihm schon mal was angefangen zu lesen, ist aber, keine Ahnung, bestimmt schon locker 10 Jahre her, wenn nicht länger. Auch irgendwas mit einem Ring oder mit einem See. Ich habe schon total vergessen. Ja, es ist so rein in den Kopf und wieder raus. Bin ich nie so richtig bei Ted Williams gelandet, aber nachdem ich jetzt einfach doch immer so viel Positives darüber höre und eben die Reihe um Das Lied von Eis und Feuer Game of Thrones so toll finde, musste jetzt diese Reihe, zumindest deren Auftakt, bei mir einziehen. Dann bin ich über ein historisches Buch gestoßen, Der Weiße Ahorn von Mina Bates. Das ist der Auftakt der Breitenbach-Saga und mich hat hier natürlich das Cover sehr angesprochen, aber dann natürlich auch der Klappentext. Denn die Geschichte beginnt wohl irgendwie 1880, also Ende des 19. Jahrhunderts und sie spielt in Berlin. Und es geht wohl hier irgendwie um eine Schuhfabrikantin und wir haben eben auch so eine ganze Familie, natürlich auch so ein bisschen Intrigen und natürlich auch so die ganze Zeit ist einfach eine andere. Und es hat mich, ähnlich wie auch schon zum Beispiel eine Hansensaga einfach oder auch die Frauen vom Löwenhof begann zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Ich mag Ende des 19. Jahrhunderts immer sehr gerne Geschichten lesen. Zum einen ist da eben einfach die Zeit wirklich eine andere und es ist so viel in Bewegung. Es ist so viel innerhalb von 20, 30 Jahren passiert, egal ob es einfach um den Fortschritt der Technik geht, um es um die Menschen irgendwie geht, die sich verändert haben. Wir haben die Industrialisierung, die Frauen haben sich verändert oder das Bild der Frauen und auch wie gedacht wurde, wie miteinander umgegangen wurde und das finde ich hier sehr faszinierend. Zudem spielt es eben in Berlin, was ich eben auch immer mega spannend finde, wenn man das heutige Berlin kennt und eben dann die mit Augen der Protagonisten sozusagen das damalige Berlin kennenlernt und ich bin da einfach sehr neugierig und sehr gespannt und freue mich da auf jeden Fall auch aufs Lesen. Dann ist der Abschluss der Warcross-Dilogie bei mir eingezogen von Mary Lou, eine gigantische Reihe, die ich abgöttisch geliebt habe. Ich habe dazu auch ein extra Video gemacht, wenn ich dran denke, verlinke ich es oben und unten. Guck da gerne mal vorbei. Mary Lou kann für mich einfach schreiben und natürlich war absolut klar, dass der zweite Band bei mir einzieht. Ich habe den ersten ja förmlich inhaliert. Ich finde diese E-Sports-Welt wirklich
absolut interessant, wie es eben sein kann mit dieser virtuellen Realität und was da mit Menschen passiert, was hier ja der Reichtum, wo der herkommt, wie ein Erfinder ticken kann und wie eben auch Macht ausgenutzt wird. Und das eben eigentlich in einem etwas erwachseneren Jugendbuch, was natürlich den Science-Fiction-Anteil ein bisschen leichter, übersichtlicher, greifbarer macht, aber es einfach unglaublich spannend macht. Und Mary Lou kann für mich einfach schreiben, ich wiederhole es immer wieder gerne und ich möchte Legend in diesem Jahr unbedingt von ihr lesen und freue mich da wirklich drauf und bin total gespannt, was dann auch ihr nächstes Werk sein wird. Batman wird es wohl nicht werden, da das wohl sehr ähnlich wie bei Wonder Woman sehr, sehr jugendlich sein soll und es mir jetzt schon zweifach abgeraten wurde, werde ich darum wohl eher so ein bisschen einen Bogen machen. Ganz anders beim nächsten E-Book, da konnte ich einfach nicht am Cover vorbei. Kolibri-Sommer von Franziska Erhard. Und von der Autorin habe ich im letzten Jahr diese Sache mit Paris gelesen, wo es ja um das Model aus Deutschland und den Fußballer in Frankreich ging. Und was ich ja ganz schön fand und überraschend schön auch vom Stil einfach geschrieben war und natürlich auch die Liebesgeschichte eine sehr, sehr schöne war. Und so war ich natürlich bei Kolibri-Sommer auch total angefixt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Klappentext gelesen. Ich habe einfach gedacht, Franziska Erhard hat dich mit dem anderen Buch gecatcht. Hier sieht das Cover einfach großartig aus. Für, ich glaube, 99 Cent nimmst du das mit und das habe ich auch gemacht. Und ich glaube auch, dass das eben einfach eine Frühjahrsgeschichte jetzt für den März, April sein wird, wo man einfach sagt, so die ersten Sonnenstrahlen dann im Garten mit dem E-Book-Reader, das kann auf jeden Fall was Schönes werden. Und da freue ich mich auch wirklich sehr drauf, einfach so ein bisschen wieder, diese Liebesgeschichte so ein bisschen, im Grunde kennenzulernen. Dann habe ich bei Medimops bestellt und ich bin total unschuldig. Ich habe das auch bei meinem Bild auf Instagram gesagt, findet ihr auch unten in der Infobox. Ich wurde angefixt von drei lieben Menschen. Und ja, alle drei sind schuld und ich warte noch auf die Rechnungsübernahme. Nein, Spaß. Und ich bin dann so, wie ich krank war, bei Medimops umhergesurft und dachte, naja, jetzt sind die drei schon mal verfügbar. Da bestellst du die jetzt auch einfach. Und das erste Buch ist Neubeginn in Virgin River. Das ist eine Empfehlung der lieben Ruth. Ich packe mal ihren Kanal auch unten in die Infobox von Robin Carr. Und sie hat einfach so wunderbar von diesem Ort und diesem Buch gesprochen, dass ich mir direkt so ein bisschen heimelig vorgekommen bin. Und ich mag ja, was ich zum Beispiel auch bei den Gilmore Girls ganz toll fand, eben einfach so, wenn man so ein kleines Städtchen hat, oder auch Redwood Love war ja auch so in die Richtung, wenn man so ein Städtchen hat, wo man viele verschiedene Charaktere hat, die irgendwie miteinander agieren und irgendwas passiert in diesem Städtchen. Und sie hat so schön davon gesprochen und auch der Klappentext hat mich einfach so angesprochen. Denn es heißt hier unten zum Beispiel auch, die Virgin River Romane sind so mitreißend, ich habe mich auf Anhieb mit den Charakteren verbunden gefühlt. Und es geht hier wohl um Mel Monroe, die von vorne anfangen möchte nach dem Tod ihres Mannes und sie jetzt aus der Großstadt im Grunde flieht. Das sind einfach zu viele Erinnerungen und sie nimmt eben einen Job in diesem beschaulichen Virgin River an und merkt aber doch, dass alles gar nicht so leicht ist, denn es gibt mieses Wetter, das Haus ist eine Ruine und auch alles andere ist irgendwie holprig und das Landleben ist eben doch nicht immer so idyllisch wie gedacht. Doch es gibt natürlich einen attraktiven Barbesitzer, Jack, und der möchte sie im Grunde vom Gegenteil überzeugen. Und auch das klingt natürlich nach einer richtig schönen Liebesgeschichte in so einem kleinen, heimigen Umfeld. Und ich glaube einfach, dass mir das gut gefallen wird. Und danke auf jeden Fall, Ruth, schon mal für den Tipp. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Ich versuche auch nochmal das Video herauszufinden, wo sie da so geschwärmt hat, dass ihr da vielleicht vom Buch auch einen ersten Eindruck bekommen könnt. Das zweite Buch steht schon ein ganzes Weilchen. Ich glaube, seit letztem Jahr, seit die Kingsianer mit Hugendubel in Frankfurt waren, auf der Wunschliste und ist Kenya Valley von Cat Gordon. Und jetzt hat aber ein lieber Freund, der jetzt auch einen Instagram-Account hat, ich glaube, auch das kann ich bestimmt unten verlinken, der liebe Roman hat so davon geschwärmt und hat auch eine ganz wunderbare Rezension dazu geschrieben, dass ich einfach jetzt zugreifen muss. Es war, glaube ich, auch das teuerste Buch innerhalb der Bestellung, weil es sieht wirklich aus
als Hardcover wie neu. Und dieses Buch spielt in den 20er Jahren in Kenia. Und ich war ja auch schon einmal in Kenia und kann mich da an viele wunderbare Orte erinnern. Und hatte da wirklich große Freude. Wir waren 4 Wochen fast dort und das war wirklich ein ganz, ganz tolles, faszinierendes Land, das meine Liebe so ein bisschen auch zu Afrika geprägt hat. Und es geht hier eben um eine Familie aus England, die eben in den 20er Jahren nach Kenia kommen. Das müsste ja dann auch noch so, ist das die Endzeit der Kolonialzeit? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und beide sind fasziniert von ihrer eigenen exzentrischen Welt und was ihnen dann auch ihr Zuhause wird. Ein Leben voller Glamour, Affären, Drogen und Partys. Doch am Ende muss sich eben entschieden werden, was der richtige Weg ist. Und es soll eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Treue und Betrug vor dem schillernden Panorama Kenias der 20er und 30er Jahre sein. Und ich bin einfach mega, mega gespannt, ob das so ein bisschen in die Richtung Großer Gatsby vielleicht auch geht. Nur eben in Kenia und Afrika tickt eben auch einfach als Land und Kontinent einfach ganz, ganz anders. Und ich bin da mega gespannt. Zudem ist das Cover auch wirklich absolut grandios und ich bin mega gespannt, ob es mir eben auch so gut gefallen kann, wie es Roman gefallen hat. Und das dritte Buch ist dann eine Empfehlung von der lieben Diana. Diana hatte mal einen Booktube-Kanal, ist jetzt aber nur noch auf Bookstagram zu finden. Ich versuche auch ihren Instagram-Account unten zu verlinken, denn sie macht auch einfach wunderschöne Buchbilder. Also wenn man da mal entspannen möchte und einen schönen Feed sehen möchte, dann muss man da einfach mal vorbeischauen. Und zwar ist das Die Welt, wie wir sie kannten, von Susan Pfeffer. Ein Jugendbuch, was ich schon öfter gesehen habe und von dem immer mal wieder Leute schwärmen. Und Diana schon so ein bisschen gesagt hat, es könnte fast eine Spur zu jugendlich für mich sein. Ich vertraue aber ihr einfach, denn sie hat von dieser Reihe so abgöttisch geschwärmt. Wir haben hier, glaube ich, auch so eine postapokalyptische Zeit, in der die Überschrift lautet, was zählt, wenn jeder Tag der letzte sein könnte? Was, wenn die Welt über Nacht nicht mehr so ist, wie wir sie kannten? Und es gibt hier eben einen Asteroiden, der auf den Mond einschlägt. Das verläuft aber doch irgendwie anders als gedacht. Denn der Mond wird aus seiner Umlaufbahn geworfen und über Nacht gerät die Welt dann eben aus den Fugen. Es gibt Flutkatastrophen, Erdbeben und extreme Wetterumschwünge, keine Weltumschwünge. Und die gesamte Zivilisation ist davon bedroht. Und wir verfolgen eben Miranda und ihre Familie bei der großen Katastrophe, wo dann eben auch nur noch die kleinen Dinge zählen. Und das finde ich mega spannend. Ich mag postapokalyptische Bücher. Ich mag es, wenn die Welt so am Rande des Abgrunds steht oder man eigentlich schon einen Schritt drüber ist, um dann eben zu sehen, wie funktionieren Menschen, wie funktioniert die Psyche. Und das hat man ja bei sehr vielen Büchern. Und ich mag das unglaublich gerne. Und es ist, glaube ich, eine Trilogie, wenn ich mich recht erinnere, hat Diana alle 3 Bücher auch schon gelesen und vorgestellt. Und guckt da einfach mal auf ihrem Buch Instagram-Kanal sozusagen vorbei und lasst euch da auch mit vorschwärmen und vielleicht geht es euch ja dann wie mir und ihr müsst auch 3 Bücher auf einmal bestellen. Was ich jetzt aber persönlich ja gar nicht so dramatisch fand. Dann habe ich ein kostenloses E-Book entdeckt, was mich irgendwie angesprochen hat und zwar Schneeglöckchen unter den Sternen von Holly Hepburn. Das ist der erste Teil, ich glaube, einer 6-teiligen Reihe. Allerdings gibt es wohl alle Bände auch in einem Buch, was dann, glaube ich, 1 Euro günstiger wäre, als wenn man jeden Teil einzeln kauft, also im Gesamtband. Habe mir jetzt einfach mal die größere Leseprobe sozusagen heruntergeladen, weil ich einfach so das Cover schön fand, den Titel schön fand und auch einfach so ein bisschen Lust auf Liebesgeschichte hatte. Und auch hier sind wir eben im Grunde mit einer Protagonistin unterwegs, die etwas Neues entdecken möchte und so viel mehr kann ich tatsächlich noch nicht sagen, weil ich bin leider jetzt dann Ende Februar nicht mehr dazu gekommen, das noch zu lesen. Habe es mir jetzt aber auch für den März oder April vorgenommen und glaube, dass das jetzt auch gar kein so dickes Buch ist. Und sollte es mir gefallen, würde ich mir auch, glaube ich, die Gesamtausgabe holen, die ja dann im Grunde, wie gesagt, rechnerisch im Grunde günstiger ist. Und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man sagt, man hat so eine etwas längere Reihe und man kann in den ersten Teil sozusagen mal reinschnuppern, um dann eben zu sagen, ich lese weiter oder nicht.
oder holt sich das eben auch einfach in Häppchen. Und das ist einfach auch das mega Praktische an E-Books, wie ich finde. Und das letzte Buch des Monats ist dann Der Mann, der Sherlock Holmes tötete von Graham Moore. Das ist bei mir auch als Rezensions-E-Book eingezogen und es geht darin natürlich, wie man irgendwie sehen kann, um Sherlock Holmes. Allerdings spielt die Geschichte wohl auf zwei Zeitebenen. Ich glaube, soweit ich weiß, in der aktuellen Zeit, wo es einen Mordfall zu lösen gibt, aber eben auch rückblickend in die Zeit von Sherlock Holmes bzw. von Arthur Conan Doyle, der im Grunde uns wahrscheinlich auch einen Mordfall präsentiert und beide Zeitebenen eben irgendwie etwas miteinander zu tun haben. Und das Ganze soll ein spannender Roman sein, der wirklich so ein bisschen Thriller, Fiktion, Zeitreise wahrscheinlich jetzt nicht im klassischen Sinne, aber für uns als Leser natürlich präsentiert durch die Zeitebene und wahrscheinlich auch so ein bisschen Krimi- und Aufarbeitungs-Lektüre. Und ich muss ehrlich sagen, ich muss gar nicht so viel wissen, denn es geht da um Sherlock Holmes und es klang einfach mega spannend. Ich hatte das Buch auch bei meinen Neuerscheinungen für den Februar dann, glaube ich, vorgestellt und habe mich da wirklich sehr drauf gefreut und bin echt happy, dass das Buch bei mir als E-Book eingezogen ist. Ich bin auch mega gespannt darauf und freue mich auf die Geschichte und ja, wie auch bei allen anderen 11 Büchern, freue ich mich darauf, sie zu entdecken, zumindest all die, die ich noch nicht entdeckt habe. Einiges habe ich ja doch auch schon in diesem Monat gelesen, wenn es, glaube ich, auch ein bisschen weniger ist als im Vormonat. Das finde ich jetzt persönlich aber gar nicht so schlimm. Und es interessiert mich natürlich, was ist so bei euch eingezogen, was war vielleicht auch so ein Neuzugänger-Highlight, auf das ihr schon länger gewartet habt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht hat euch ja jetzt auch irgendein Buch in meinem Video angesprochen. Dann findet ihr, wie gesagt, alle Buchinfos unten in der Infobox. Und auch da würde ich mich natürlich in den Kommentaren drüber freuen, wenn ihr mir ein bisschen erzählt, welches der genannten Bücher euch vielleicht anspricht oder auch bei euch eingezogen ist oder gar sogar vielleicht schon gelesen wurde. Lasst uns da gerne in den Austausch kommen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.